bist auf P6. Diese Runde bringt dich auf P6. Das ist ein bisschen enttäuschend, aber im Rennen haben wir immer noch die Chance, etwas zu holen. Die Startreihen für das Rennen morgen stehen fest, werfen wir aber schnell noch einen Blick auf die Top 3. Ricardo, Rosberg und Sebastian Vettel. Das Qualifying ist beendet, jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei, also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten.
Blut verringern und positives Delta halten. VSC endet. Gleich kommen die grünen Flaggen. Positives Delta bis zu den grünen Flaggen beibehalten. Dass wir beim nächsten Rennen besser sind. Das war nicht gerade unser bester Tag. Und wieder ein ausgezeichneter Sieg von Ferrari. Stefan, was war der Schlüssel zu diesem Erfolg? Heute war er einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Vor der Safety-Car-Phase haben wir ein komplett anderes Rennen gesehen. Aber er konnte es wirklich ausnutzen, dass sich das ganze Feld zusammengeschoben hat. Und jetzt wird es Zeit fürs Podium. Während die Fahrer herauskommen, sehen wir das wohlbekannte Rot auf dem Weg zur obersten Stufe. Ein fantastischer Sieg für Ferrari. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Nico Rosberg übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der Weltmeisterschaft. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages ist. Das kann diesmal nur Felipe Massa sein, nicht wahr? Er hat so hart gekämpft und war zeitweise enorm schnell. Heute konnte niemand das Wasser reichen. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Wir haben heute einen Formabfall des Weltmeisterschaftsführenden gesehen. Sie haben einen Großteil ihres Punktepolsters eingebüßt. Auch das Team von McLaren hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. Es war toll, dass Sie dieses Wochenende dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie uns. Bis zum nächsten Mal.